Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Fallout Shelter. So, ihr habt ein bisschen was verpasst, weil ihr wieder nicht da wart, weil ihr wieder nicht pünktlich zum Video wart. Nee, Quatsch, sondern zwischen den beiden Folgen wurden wir von Raidern angegriffen. Wir kriegen eine rostige Razor Pistole und ein paar Kronkorken. Cool. Warum denn nicht? So, schauen wir mal, wie es unseren Ödländern da draußen geht. Der Zakorak ist immer noch gut dabei, topfit. Hat schon ein paar Erfahrungspunkte. Oh, und gerade eine verbesserte 10mm Pistole gefunden. Na, das ist doch nicht schlecht. Eine Red-Kakerlake. Nee, in einem Spind hat das gefunden, nachdem er gegen eine Red-Kakerlake gekämpft hat. Cool, gut gemacht, Zakorak. Wie sieht's hier aus? 59 Minuten. Ah, guck mal, die hat eine Rüstung gefunden. Gefechtsrüstung. Und hat die auch gleich angezogen. Klug von ihr. Und er hat eine Ödländerrüstung an. Gefällt mir. Gefällt mir, dass die das gefunden haben und auch gleich anziehen. Cool, cool, cool. So, und wenn mich nicht alles täuscht, dürften die jetzt in einer Minute die 60-Minuten-Marke überschritten haben und somit dürften wir dann endlich die Mission erfüllt haben. Also mal wieder eine der Missionen erfüllt haben hier und dann kriegen wir eine neue Mission. Also eine Stunde lang das Ödland erkunden haben wir jetzt gleich geschafft, glaube ich, hoffentlich. Ich hoffe, das zählt. Eine Stunde, wir hätten eigentlich eine Stunde. Wir hätten eigentlich eine Stunde, das ist aber diesem Missionsziel hier nicht gut genug aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich zählt es erst, wenn der Zakorak eine Stunde hat, weil den habe ich losgeschickt, nachdem ich die Mission bekommen habe. Die waren schon unterwegs, als ich die Mission bekommen habe. Und das zählt wahrscheinlich nicht oder irgend so ein bescheuerter Grund. Naja, blöd, echt blöd, nervt mich, können wir jetzt nichts machen. Wir produzieren jetzt weiter hier unsere Rohstoffe und leveln unsere Angestellten, unsere Vault-Bewohner ein bisschen hoch. Was weiß denn ich? Was weiß denn ich? Was weiß denn ich? Niemand weiß das. Okay. Ich baue mal hier einfach ein bisschen weiter. Ich baue mal eine Baracke, weil sie billig ist. Die müssen wir aber auch gleich upgraden, damit das zu einem Raum wird. Weil ich will immer gleich ganze Räume. Ich meine, ich weiß, dass die Baracke, die wir jetzt gebaut haben, der nutzloseste aller Räume war, die ich hätte bauen und upgraden können. Aber ich mache es halt das gern mit System der Reihe nach. Ich bin da so, ich bin ein Freak. Ein Freak on a leash. Naja, aber eben von der Leine gelassen, das ist ja das Gefährliche. So, können wir leider nicht mehr upgraden, glaube ich. Nope, nicht ganz, da fehlen uns 90 Kronkorken. Naja, was soll's. Whatever. Whatever. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wartet mal kurz, ich muss kurz in Discord-Chat schauen. Wenn ihr da noch nicht seid, schaut doch mal vorbei. Link findet ihr unten. Ich wurde gerade live angeschrieben hier von Nico11. Nico11, wenn du das siehst, ich rede jetzt quasi live mit dir im Chat, während ich live mit dir hier im Video rede. Crazy shit, oder? So. Cool. Hochleveln. Also nein, warte. Ich habe live mit dir im Chat geredet, während ich das aufgenommen habe. Aber wenn du es siehst, ist es nicht mehr live. Dann ist es Vergangenheit. Ach, mich nervt es, dass das nicht zählt. Die sind jetzt über eine Stunde im Ödland und trotzdem haben wir diese Tagesmission, diese Mission hier, lass die Bewohner eine Stunde lang erkunden, nicht erfüllt. Nur, weil das Spiel blöd ist und erst ab dem Moment, wo wir die Quest kriegen, offensichtlich überprüft, ob wir denn ein losgeschickt haben. Hä? Was? Verstehe ich selber nicht. Ist auch egal. Nervt auf jeden Fall. Whatever. Na gut. Tja, alle schwanger, alle arbeiten. Ich weiß gar nicht, was wir denn noch tun sollen hier. Ich weiß überhaupt nicht. Jetzt sitzen wir hier und gucken. Gucken blöd. Geld haben wir auch nicht mehr zum Bauen. Oder zum Upgraden. Zum Bauen vielleicht schon noch sogar, aber nicht mehr zum Upgraden. Ja, tatsächlich. Bauen wir hier noch einen Wasserraum, müssen wir danach upgraden und dann ist das auch geschehen. Okay. Cool. Dann schauen wir doch mal, was der Zakorak so erlebt. Oh! Der hat gerade einen Yao Guai, ich kann mir den Namen einfach nicht merken, getroffen, seinen Bären. Harter Kampf, aber ich habe ihn getötet. Ein Schaden erlitten und ziemlich viele Erfahrungspunkte hat er dafür bekommen. Glaube ich schon. Das ist natürlich nicht schlecht. Hat der echt so einen Bär erlegt mit seiner Flinte? So, die Tammy, die sieht nicht mehr so gut aus, oder?
wilder Ghoul ist stärker, als er aussieht. Ich verschwinde. Aber die laufen halt auch unbewaffnet durchs Ödland. Aber ein bisschen können wir die noch erkunden lassen. Ein bisschen lassen wir die noch erkunden. Und dann schauen wir mal, was so los ist. Was es so gibt. Wasser! Wasser! Ach man, so kriegen wir auch keine neuen Boxen. Läuft im Offline-Modus. Aha. Das war mir nicht bewusst, dass ich nicht online bin. Ich habe zurzeit so Probleme mit meinem Internet, es ist zum Kotzen. Ich würde am liebsten bei meinem Internetprovider anrufen und den so richtig zusammenscheißen. Aber ich kann das immer nicht. Leider. Schon gleich gar nicht irgendwelche Callcenter-Mitarbeiter. Die können ja wohl am allerwenigsten dafür. Und auch so kann ich Leute nicht gut zusammenscheißen. Ich mache das nicht gerne. Finde ich auch nicht gut. Sollte man auch nicht machen. Nein, ich schreibe einen riesen Beschwerdebrief, dass diese Vollidioten in der Chefetage gefälligst ihre Arbeiter mal anständig bezahlen sollen, weil dann würden die vielleicht auch ihren Job richtig machen und dann hätte ich Internet, so wie es sich gehört. Sowas schreibe ich denen. So ist es nämlich auch. Tja. Du, 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 du. Es kommt aber auch kein neuer, oder? Es kommt auch kein neuer Bewohner, der hier gerne wohnen würde. Schade eigentlich. Eigentlich krass, oder? Jetzt ist der Zakorak gerade mal eine Viertelstunde im Ödland und hat schon nach... Schau mal, nach 10 Minuten findet der schon eine verbesserte 10mm Pistole. Voll cool, oder? Die anderen beiden, ich muss mal gucken, die anderen beiden hier, die hat nach einer Stunde eine Rüstung gefunden. Der auch nach einer Stunde erst eine Rüstung und davor gar nichts. Nee, stimmt nicht. 10 Kronkorken hat er vorher gefunden. Und 2 Kronkorken, okay. Und nochmal 2 Kronkorken. Aber sonst hat er nichts gefunden. Und der Zakorak, der findet gleich mal eine 10mm Pistole. Der ist halt cool. Geht aus der Tür raus, 10 Minuten in die Richtung. Die Füße tun ihm zwar sofort weh, hat er gesagt. Er ist noch nicht mal aus dem Tor raus, da haben ihm schon die Füße weh getan. Aber er findet halt dann gleich eine gehärtete 10mm Pistole. Das ist schon ziemlich cool. Awesome! Haben wir eigentlich was anzuziehen? Nee, gar nicht, oder? Die Raider droppen immer irgendwelche Waffen, aber nie was anzuziehen. So eine Raider-Rüstung oder sowas wäre schon mal ganz cool. Tja. Wir könnten jetzt höchstens vielleicht mit ein bisschen Tempo-Modus ein bisschen Kronkorken farmen. Aber sonst... Wie sieht es denn aus? 28 Sekunden. Naja. Ah ja, hier können wir mal einen Tempo-Modus wagen. Und... Yay! Erfolgreich! Bringt halt jetzt auch... Reich wird man nicht durch den Tempo-Modus. Naja, wenn man ihn sehr oft macht. Aber wir haben jetzt so viel Energie. Ich mache den jetzt gar nicht mehr hier. Macht keinen Sinn. Warten wir mal, gleich kann man die beiden noch abernten. Wir haben jetzt auch nichts Neues mehr gefunden, oder? Im Sammelbuch? Nee. Statistikbuch? Hilfebuch. Moment mal, wir haben eine nicht schwangere weibliche Bewohnerin. Ach ja, genau. Die im Ödland gerade erkundet. Stimmt natürlich. Stimmt. Stimmt. Ich frage mich, wie lange so eine Schwangerschaft dauert. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Es gibt 182 Waffenrezepte und 119 Outfitrezepte. Sehr cool. Cool. Das sind mal ausgiebige Statistiken, aber wir haben halt noch gar nichts im Grunde. Es gibt einen Piratenpapagei als Haustier. Verdammt cool. Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. Nein, ich brauche Essen und Trinken. Und ich brauche bitte einen Turbo-Modus von euch, einen erfolgreichen. Yeah. Und hier bitte auch mal einen Tempo-Modus. Oh, nein. Ach, da kommen die Kakerlaken. Ramsey und Michael, von euch hätte ich mehr erwartet. Aber wenigstens macht ihr wahrscheinlich mit den Kakerlaken einen kurzen Prozess, so wie ich euch kenne. Und sind auch schon tot. Gut gemacht. Weitergearbeitet wird. Sehr schön. Level up! Katsching! So. Und? Wie geht's hier so? Der Ralph Scott erreicht den Hebel wieder nicht. Weiß nicht, wie man den Hebel bewegt. Ah, es ist alles nicht so leicht hier.
cool. Im Ödland auch nichts los. 20 Minuten. 20 Minuten ist er schon wieder unterwegs. Eine Maulwurfsratte hat er schon wieder erlegt seitdem. Da geht's ab. So, wie sieht's denn bei den anderen beiden aus? Um die mache ich mir ein bisschen Sorgen. Die hat echt nicht mehr viel Lebensenergie, erstens. Und zweitens ist für die schon eine Blähfliege bedrohlich. Die Blähfliege kommt näher. Sie ist bereit zum Angriff. Auf den Stich der Blähfliege war ich nicht vorbereitet. Schnell weg hier. Die ist halt die ganze Zeit nur am Flüchten und er auch. Aber die haben halt auch keine Waffen. Der Zagorok macht dafür alles fertig. Eine eklige Red-Kakerlake. Ich zerquetsche die Red-Kakerlake. Kein Problem. Ich habe die Red-Kakerlake zerquetscht. Kein Problem. 285 Schaden. Soll ich nach Osten gehen? Ja, geh mal nach Osten. Warum nicht? Aber ich hoffe, du findest wieder zurück. Nicht, dass es ihm so geht, wie es mir in Minecraft immer geht. Dass ich sage, ja, ich gehe mal jetzt einfach in die Himmelsrichtung, dann finde ich ja quasi sofort wieder zurück. Oh, Entdeckertagebuch, neuer Eintrag, Supermutanten sind asexuell. Einige waren früher Frauen. Ach, was. No shit, Sherlock. Das weiß doch jeder. Ich höre Sing-Sang. Wahrscheinlich so eine verrückte Sekte. Ich bleib lieber auf Abstand. Das könnte auch ich sein. Vielleicht. Der gerade ein Let's Play aufnimmt. Aber dann bleib lieber auch auf Abstand. Da hast du recht. Der Wind pfeift. Hört sich an wie Stimmen. Mysteriös. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen da lang. Mach das. Warum denn nicht? Würde ich auch machen an seiner Stelle. Ein bisschen da lang gehen klingt gut. Aber nur ein bisschen. Nicht zu viel. Sonst ist es zu weit. Dann findet er nicht mehr heim. Ich folge mal der Blutspur. Was soll schon schief gehen? Da bin ich mal gespannt, wo die hinführt. Wahrscheinlich zu irgendwas Verletzten oder Toten. Hoffentlich tot, weil verletzt könnte gefährlich sein. Jetzt weiß ich, wie sich Hänsel und Gretel gefühlt haben. Warum hast du eine Hexe gefunden? Wirst du gerade gemästet? Oder wie? Oder was? Oder wer? Neuer Eintrag. Viele Eigenbauwaffen. Menschen wissen noch, wie man andere tötet. Ja, und ich befürchte, das werden sie auch nicht so schnell vergessen. Blähfliege, ja, die sind die ganze Zeit nur am Weglaufen. Wisst ihr was? Kommt mal zurück. Joseph Webster. Was ist denn los? Irgendein komischer Bug. Und Tammy Frost, kommt mal nach Hause. Ihr könnt da nichts mehr zerreißen. Der Zagorok macht es schon. Der ist unser Entdeckerkönig. Den lassen wir jetzt ein bisschen entdecken noch auf jeden Fall. Oh oh, ein furchteinflößender Yaogwai. Er kommt näher. Und ist bereit zum Angriff. Tja, und jetzt ist er tot. Es war ein harter Kampf, aber ich habe ihn getötet. Sehr gut. Der hat's drauf. So, und hier, was ist in der Wall zu los währenddessen? Nix. Stille. Ein paar Level-Ups. Ein paar Ressourcen gelootet. Habt ihr gut gemacht. Schön. Ach. Geht nichts voran. Leute, es ist aber eh schon wieder an der Zeit. Wir müssen die Folge jetzt eh mal für heute hier beenden. Beim nächsten Mal kriegen wir hoffentlich ganz viel Nachwuchs. Jetzt muss ich mal gucken. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 schwangere Frauen. 5 schwangere. Hier wollte ich gucken. Das heißt, wir haben dann 19 Bewohner. Oh, ja genau. Und 18 brauchen wir fürs Aufseherbüro. Das heißt, dann geht's richtig los. Wenn die schlüpfen alle... Dann geht's richtig los. Dann haben wir genug Bewohner, um ein Aufseherbüro zu bauen. Und dann können wir endlich Quests machen. Oh, jetzt haben wir noch schnell einen Kakerlakenangriff. Na komm. Na kommt. Na kommt. Der Michael und der Ramsey müssen hier mal ein bisschen Ungeziefer bekämpfen. Zack, das war leicht. Zurück mit euch zum Wasser aufbereiten. Was würdet ihr denn sonst den ganzen Tag tun? Na gut, Leute. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich Level Up. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.